Meine lieben Freunde des gepflegten LS19, willkommen hier zurück auf der Öfdorfer Heide mit dem lieben Florian. Einen wunderschönen. Also ich bin natürlich fleißig am Pressen, sage ich schon, am Dreschen. Philipp hat sich inzwischen, ist mit der Wiese fertig und ist jetzt auch hier auf der Feld Nummer 2. Feld 2. Am Ballen, das ist gutes Stroh, muss er weg hier, ne? Ja, wir haben schon gleich zum Anfang die Ankündigung, und zwar kommt hier bald ein dritter Mitspieler mit drauf. Wir verraten jetzt aber noch nicht zu viel, das kommt dann erst alles die nächste Zeit. Aber wenn alles glatt läuft, ist er ab der nächsten, spätestens übernächsten Folge mit dabei. Und ja, ich fahre jetzt hier nochmal vor, wenn der Wagen ist, doch noch ein bisschen wenig hier, ne? Schön, dass ich dich auch nicht fertig pressen fahren lasse und schon direkt presse, ne? Ah, der hat die Hupe. Hab ich gar nicht mehr gewusst. Da ist er zu Standard, ja. Aber der hat die LKW-Hupe. Das hat er. Der ist einer von den Guten. Mhm. Ja, 3 vorgewinnen müssten zu gut, glaube ich, definitiv reichen. Na, wobei, jetzt bin ich oben, da fahre ich noch einmal runter. Lass mich rückwärts fahren, dann kann ich dich schon ausbremsen. Ha. Richtige Anti-Mate. Oh nee. So. Ist er gerade fast abgestorben? Nein, warum? Ich hab Handbremse rein. Achso. Da ist er so. Ja, weil die Palmpresse an ist. Also. Ich bin gerade da. Okay. Oha, jetzt wird's knapp, Flo. Jetzt zieht er vorbei. Alter. Bist du Wahnsinn? Der ist nur gemietet. Hat der will schon gleich so was Schneidwerk schrauben. Jetzt geht's los. So. So. Aber meine Frage, die ich hätte, sollen wir uns mit dem Geld, was wir jetzt dann von den Silageballen und alles kriegen, direkt den Drescher kaufen oder weiterhin noch mieten? Nicht. Hm? Ich weiß es halt nicht, was. Da steht ein Steier. Ja. Das Ding ist halt, wenn wir uns halt den kaufen, im Prinzip ist er mal dann komplett pleite. Wenn wir uns überhaupt leisten können. Das ist ja halt die andere Sache. Und dann ist halt die Frage, ob schlauer wäre, den einfach noch eine Weile weiterhin zu mieten und einfach gucken, dass wir jetzt dann halt einmal ein bisschen Geld dran schaffen. Dass wir uns der dann halt wird, der wird weggeschoben. Paris? Zerschottet mal Steier, ich glaube, jetzt geht's los. Ich bin noch davor gebremst. Ja, ich hab kurz mit der Kamera zurückgeblickt, hab's gesehen, dass er das voll drauf losprescht, direkt wieder weggeguckt. So. Oh Gott, Alter. Also ey, rückwärts fahren kannst du bitte vergessen. Also schnell rückwärts fahren kannst du bitte vergessen. Ja. Dafür ist er nicht so gut geeignet. Du kannst den Steier aber gerne wegfahren. Ich presse jetzt hier. Okay. Geht auch. Bin eh schon bald voll. Bald. Bald. Ja. Halten war schon das. Eine bessere Idee, gleich die hier zu kaufen. Weil. Ja. Bevor wir uns da wieder dann extra einen Ballen. Oh, hier ist drüben. Ah, ne, ich dachte gerade, das ist ein Ballen. Vor allem, wir können ja auch nonstop fahren. Mhm. Und es ist halt auch Rundballen, die sind mal auch nicht so oft. Mhm. Ich hab gerade gesehen, du hast dann noch einen Silageballen rausgehaut hier, ne? Ja. Der war noch zu 90% voll und da war nichts mehr da im Gras. Ja, das ist schlimm. Dann ist halt nicht ein ganz reinrassiges Silage. Wer kennt sie nicht, das reinrassige Silage? Es ist nicht die reinrassige, sondern das reinrassige. Mhm. So. Wieder bremsen. So, jetzt kann es weitergehen. Genau, das dahinter gehört uns ja auch noch. Bin hier nur einmal durchgestochen, damit ich den vorderen Teil hier als erstes mache und dann den hinteren. Da kann ich mich noch ganz dunkel an was erinnern. Aber jetzt muss ich doch nochmal nachgucken. Aber ich glaube doch.
Doch, gehört schon noch dazu. Braucht ihr noch Flügen? Ich hoffe es nicht. Kalk braucht's? Oh, es braucht nicht Flügen, zum Glück. Oh, es war doppelt getünkt. Das war nicht schlecht, muss man sagen. Aber Flügen braucht ansonsten nichts. Auf der 1. Auf der 1. Aber weißt du, was mir gerade auffällt, Flo? Wenn unser dritter Mitspieler mit drauf kommt. Traktor? Ja. Ja, aber ich glaube. Nee, da müssen wir jetzt nicht extra dann wieder sagen. Das können, den können wir dann einfach sagen, den hat er mitgebracht, fertig. Weil. Jetzt da dann wieder... Ja. Weiß ich. Jetzt ist schon wieder hier die Schwad mit dem Steier. Wir fahren halt weg. Naja. Flupperzellen, was? Was ist? Nix. Boah, der ist auch voll. Ach so, jetzt habe ich es gerade gecheckt, was gemacht. Er dachte mir so, damit so, was meint er mit Blüh? Und dann so, warte mal, der hat mich gemeint. Aber nie wieder auf eine Schwad draufstellen. Ich wollte es gerade machen, aber. Zum Schluss regst du ihn wieder auf. Oder er wollte einfach nur die Steier. Dann haben wir den Kramer. Denn der Kramer, das gehört nicht uns, der steht da oben, weil man damit. Ich weiß nicht, ob man das Saatgut auffüllen kann oder was, und es geht nur, indem man mit dem Kramer ranfährt. Soweit ich das gecheckt habe. So, wir können eigentlich gleich mal kurz entladen fahren. Den tun wir vielleicht zweckentfremden. Was? Da muss ich jetzt ran, Flo. Flo. Ja. Ich bremse nicht. Du passt da doch durch, ne? Hallo, oh Gott. Ich habe gesagt, ich bremse nicht. Alter Junge. Ich bin zwar nur so eingelenkt. Nazi so nach rechts weggedrückt. Oder, ja. Vielleicht hat der Steier keine Tür mehr. Deswegen, Leute. Mir war die zu. Niemals die Tür auflassen. Ja, ich hab die auf. Mir war die zu. Ja, das ist ich doch. Ich hab die gar nicht aufgemacht. Das ist simplassi. Ich hab ich aufgemacht, das meine ich schon. Oh Mann. Deswegen immer, Leute, immer die Türen zu machen. Und es endet schlussendlich so, dass irgendeiner mit Klaus Dominator und mit Schneidwerk aus Versehen die Tür wegfährt. Dominator-Fall. Ja. Ist ja ein Dominator. Nein, kein Case oder sowas. Nein, Dominator. Ja. Ich hab's. Dann hab ich's ja, glaube ich, auch schon weggefahren mit Johnny. Oh Mann. So. Oh. So, jetzt hat er mal. Muss ich dich beeilen, ich komme jetzt von der anderen Seite, ne? Ja, ich komm da. Ich schalte doch noch meinen zu. Ich habe Rundumleuchte an, du kannst nicht sagen, du hast mich nicht gesehen. Ich hab's ja auch ein. Ja, dann passt's ja. No. Ja, doch, wir sind drin. So, jetzt kann man sie wieder ausschalten und dann runterschalten. Alter, der Schicker, der holt mich ein. Doch, Ballenwagen haben wir ja schon gekauft, ne? Ach ja, wir bräuchten vielleicht, Frontlader. Oh ja, oh, Eieiei. Eigentlich war ich der Meinung, bis ich unten bin, bist du ja auch unten, aber. Hat sich dann doch anders rausgestellt, ne? Okay. Warte zu. Ich muss ja gerade mal gucken, wie ich hier drehen kann. Kann ich gar nicht. So. Alter! Ich hab dich noch nicht berührt. Nein, gar nicht. Hä? Hab ich dich bei dir berührt? Du hast mich voll weggeschoben. Es lag. Ich bin auf der Bahn, ne? Ja. Ja, du bist auf der Bahn. Ich fahr null. Ah, jetzt fahr ich wieder normal. Haha, ja. Dann haben wir da was am Johnny rumgedreht, hm? Nee, wenn er dann der Beinbrisse. Ja. Ja, davor, das heißt, da vorne können wir dann eigentlich durchfahren. So.
Jetzt hab ich dich dann. War dies? Hab ich dich dann. Ach so. Ich hab dich. Soll ich dich schieben? Ich schieb dich. Okay, ich geh in Ansicht. So. Sieht man es im Spiel? Nee. Ihr staubt. Jetzt hab ich eine zuige Kabine, Alter. Was will ich schon? Hörst du, ich hab mich vielleicht hab ich die Seitenscheiben offen. Und oben offen. Ja gut, ja dann. Immer mal dicht hier, ne? Deswegen niemals hinter dem Drescher hinterher, besonders nicht hinter mir. Das endet nicht gut. Ich hol mal den Ballenwagen. Ich kaufe jetzt einen John Deere von Ladasaur. Ich kaufe jetzt einfach einen Saur. Nee, mir egal. Ah, hier hinten haben wir einen Hühnerstall. Gehört der uns? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Ein Spieß. Warte, wir haben doch den einen von CZ mit drauf. Ja, haben wir. Der hat sogar Auto. Was will ich verwenden? Nein, nein. Jetzt muss ich vorhin mal ein paar Vogelwände ziehen hier. Soll ich die Klappbahn kaufen? Ich kaufe die Klappbahn. Ja, wenn dann schon das Gute vom Guten, ne? Weil das Beste vom Besten, so heißt's. Das Gute vom Guten, der kennt's nicht. 1,20er Späße passt. Dann fahren wir nochmal einmal. Ja, wobei. Das passt jetzt fürs erste Sinn so. Nur ganz kurz hier auf den. Ich weiß nicht, wie es so hier geht, Stagis, ne? Kann ich dir nicht erklären, aber gut. Ja, er hat Domi gehört, das Land eigentlich schon. Aber ja. So, nee. Oh. Nicht. Warum wir sind zu weit drüben der Kurs? Was ist? Laut LS nicht. Ja. Ich war aber nur noch mit die Hinter- und vielleicht ein Ticken vom Vorderreifen im anderen Gebiet. Ah ne, schön. Hat das dann genommen? Nee, ne? Doch. Ja, doch. Bis vielleicht auf ein, zwei Pflänzchen ganz am Anfang. Aber im Großen und Ganzen hat das ja. Ah, ein, zwei Pflänzchen sind drauf, aber gut. Bisschen schwund ist immer, ne? Ach, wir haben ja noch einen Wender hier stehen. Aber ja, stimmt, da war noch was. Hätte man glaub vergessen, eieiei. Ach, der war, kann ja gleich mitnehmen dann. Zum Schluss war er uns klar, dann wir ihn sind mitglück. Also angenehm ist, wir haben hier vorne noch ein Stück Grasfläche, bevor der Zaun angeht. Das heißt, wir haben immer ein bisschen Vorgewinde und fahren nicht vollstock in den Zaun rein. So, jetzt kann man hier Tempomat reinmachen und zurücklehnen, weil ich muss jetzt nur noch gerade durchfahren. Aber da kann man sich auch mal gleich noch ein Schlückchen genehmigen, ja? Bist du schon wieder auf dem Hauseweg oder noch am Händler? Jupp. Okay, das ist gut. Bin vollgepackt mit tollen Sachen. Yay. Das ist doch immer schön. Oh.
So. Zack, den Ball reinstellen. Ja, da drüben sehe ich dich. Wie sehe ich da momentan mal Gerste? Ja, Gerste. Wir sind momentan der Gerste. Preis 529. Joa. Joa, geht. Alter, Hafer ist halt immer. Ich glaube, wir bauen als nächstes Hafer an, würde ich sagen. Weil Hafer bringt halt echt gut, ne? Und hat ungefähr den gleichen Ertrag wie Weizen oder Gerste und bringt halt einfach 1281. Sojabohnen sind immer der Schlager. Oh, wir haben sogar noch was im Lager. Schmeckt. Das ist angenehm. So. So, wieder in die Bahn. Oh, das war. Ja, da haben wir. Oh. Das hat jetzt keiner gesehen. Ja, okay, es war. Es ging noch von der Länge, ne? War noch alles im grünen Bereich. Ah, da ist unser Steier. Oh, heute noch gar nicht gefahren, das Schmuckstück. Dann müssen wir noch einen Gang runterschalten, um losfahren. Türe mal zu. Ah, da noch ein bisschen zu ziehen hier. Hier vorne ist auch gleich voll. Jetzt kann ich ja mit dem mit Plane, glaub schon. Ja doch, wir haben die mit Plane, ja. Vorne ist voll. Fährt da einer mit Autoload rum? Nein. Ich hab's gesehen, die Ballen waren im Boden. Da hast du dich verraten. Ich sehe nur da immer so. Wieso sind die Ballen da im Boden? Und wieso halt. Ein Ballen haut ab. Ein Strohball, der will abhauen. Geht er mal gar echt? Nicht hier. Der rollt gerade einen Berg runter. So, wir fahren immer wieder von der Schwad runter, dass der Philipp nicht wieder meckert. Steuer. Ich und meckern. Hier gar nicht. Ich selber nicht. So, oh, das war zu weit. So, zack, zack. Immer mal die Tür wieder zu gehen. So. Richard. Und drin geht's wieder in die gute Gerste. Was ist denn hier auf der 1 drauf? So im Wachstum? Ah, warte, müssen wir hier gucken. Weizen, oder? Jo, Weizen ist da drauf. In der letzten Wachstumsstufe, das heißt, da können wir auch schon. Also hier sieht's aus. Oh. Das heißt, da können wir auch schon bald ernten. Ich hoffe nur, das dauert nicht allzu lang, weil ich würde ungefähr den Drescher wieder dann nochmal mieten. Müssen wir dann ein bisschen vorspulen, wenn es so ist. Oh, da war ein Ball. Wir haben ihn zwar nicht berührt, aber haben noch rechtzeitig gesehen. Und so.
Und funktioniert's mit den Ballen alles? Ja, die rollen halt ein bisschen hinter, aber das ist ja normal. Ja. Wir schalten Dinge in seinen Ballenwagen ein bisschen bergabwärts stellen, dass sie den nach vorne rollen. Also du hast schon so gemacht. Der vielleicht auch eine Idee, ja. Ich weiß, soweit ich weiß, die App Store bei Heide gibt es ja in echt auch, die Ortschaft oder Landschaft oder sowas. Weiß ich gar nicht. Ja doch, weil ich habe letztens mal Google angegeben, App Store Heide, ich wollte eigentlich nach der Map suchen und dann kam App Store Heide, Google Maps. Und die gibt es anscheinend schon, ich weiß nur nicht, wo die Region ist. Wenn einer von euch weiß, kann in die Kommentare schreiben, was sonst schon will, dann bis zur nächsten Folge mal nochmal nachgoogeln. Weil ich war mal da eigentlich sicher, die hat's in, was hat's hatte, die gibt's in echt irgendwo. Die hat es irgendwo gegeben, einmal. Ja. Aber ob es noch gibt, weiß keiner. wurde auch gelöst. Boah. Man muss sich das liegt alles ein bisschen am Hang leicht. Aber ich sag mal was Schönes, sieht man nicht immer. So. Eieiei. Wo ich extra nochmal drauf hoch gehen, dass ich ein 8 mitnehmen, aber gut. Passiert halt nie. Wenn der Philipp dich. Kannst du gleich pressen und die Hänger still lassen? Hm? Kannst du nachher gleich pressen und die Hänger stehen lassen, gell? Okay? Ich muss jetzt erstmal. Ich bin mal fertig dreschen. Nimm mal alles mit. Na, warte, die müssen noch ein bisschen nach drüber. So, jetzt vielleicht. Kann man den nicht noch ausfahren? Den jetzt. Ja, dort. Nach hinten. Ich weiß gar nicht, ob man den noch ausfahren kann oder ob man das nur mit dem Dreiachse kann. So. Ja, doch, normalerweise kann man schon ausfahren. Ich glaube mit X oder irgendwie sowas. Ich glaube schon, dass es geht. Aber ich bin mir zwar nicht sicher, weil ich halt den Zweiachse noch nicht so wirklich im Einsatz. Geht doch nicht, Flo. Weil wenn man das nicht kann, dann schaut das Mumm aus. Mit dem Scheiße. Ja. Was passiert? Ich hab Autoloten noch angehabt. Oh. Und bist schon die Ballen dran. Oh. Kenne ich ganz schmerzhaft die Sache. Warum nicht nehme jetzt den, was ich will und nicht irgendeinen? Yes! Autoload, Philipp, Autoload durchgespielt. So. Passt das? Warte mal, machen wir ohne GPS hier. Wobei, wir können nur ein bisschen drüber versiegen, ne? So. Perfekt. So, dann haben wir doch direkt schon die Folge sogar noch abgeschlossen. Aber wir sind dafür die Folge auch schon wieder fertig, liebe Leute. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet auch keinen Cent. Unten den roten Knopf kaufen, falls nicht getan. Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der App Store für Heide. Vielleicht sogar mit ein bisschen Verstärkung der dritten Person. Und ja, bis dahin wünschen wir allen noch einen wunderschönen restlichen Tag. Macht es gut, haut rein und ciao. Ciao.